Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei Kosmotier. In der letzten Folge haben wir uns die Grundlagen ein bisschen vertraut gemacht. Verzeihung. Wollten auch die ersten Missionen schon machen. Sind aber leider des Öfteren gestorben. Haben ein bisschen umgebaut. Ein Lager dazu. Hier noch Verteidigungssysteme hinten dran. Panzerung ein bisschen geändert. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die Mission vielleicht diesmal schaffen. Und auch ein paar Ruhmpunkte verdienen können. Werden wir jetzt mal schauen. Wenn ihr daran Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, dann abonnieren oder liken. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen näher ran. Ah, da tauchen sie auf. Werden wir mal gucken, ob das was gebracht hat, der Umbau. Erstmal auf die Kanone schießen. Der ist hinüber. Das ist sein Freund. Okay, der ist gerade nicht da. Dann werden wir das einmal einsammeln. Und ich habe unser Schiff mal schwarz gemacht. Also wir haben leichte Beschädigung vorne. Nun haben beide etwas abbekommen. Wir haben ja jetzt auch zum Glück eine zweite Luftschleuse. Ich bin näher ran. So, 12 sind gerade draußen mit Arbeit beschäftigt. Dann kriegen wir wenigstens ein paar Ressourcen, die wir dann, was wir nicht brauchen für die Reparatur, verkaufen können. Ah, unser Lager scheint gleich voll zu sein. Können wir schon mal reparieren. Wir brauchen dann unbedingt noch ein Lager. Viele Ressourcen können wir hier noch nicht speichern. So, wenn wir jetzt mal gucken, wo befindet sich der andere? Wenn wir mal langsam vorangehen. Ah, hier ist auch noch einer. Irgendwo hatten wir uns auch ein gesetzt. Schau mal weg. Gut. Dann können wir jetzt hier zum Kopfgeld uns bewegen. Gucken, wie stark der Gegner ist. Und vor allen Dingen, wo er ist. Muss er hier in dem Gebiet rumfliegen irgendwo? Ah, da oben ist er, okay. Mal schauen. Ah, und ich habe das Overlay mal eine Stufe runtergesetzt. Das war dann auch ein bisschen sehr groß, habe ich gemerkt. Ich hoffe, so geht das jetzt. So, was ist das jetzt für einer? Also der bringt uns Ruhm. Wenn wir mal probieren, auf seinen Reaktor zu schießen. Gucken, wie viel Schaden wir erleiden.
Ah, okay. Gut. Und ich weiß echt noch nicht, wie man die mitnehmen kann, die anderen. Innenbereich des Schiffs. Ruhe entsenden geht nur. Aber das Schiff wollen wir ja überhaupt nicht. Obwohl, wir könnten. Warte mal, was davon. Ah, okay, oh. Wir werden beschossen. Von demselben? Er ist auch Lux. Unsere Lager sind voll. Wo ist jetzt der andere? Da. Okay. Die Mission haben wir geschafft. Fraglich, was ist das da? Und wo ist seine Luftschleuse? Könnten wir einen entsenden? Das geht. Also eine Luftschleuse hat er scheinbar. Okay, das ist die Luftschleuse. So, was ist das für ein Raum? Hyperantriebsraum. Könnte er fliegen? Nein, kann er nicht. Weil vielleicht lohnt sich das, den so weit zu reparieren, dass wir ihn an der Raumstation auseinandernehmen können, Stück für Stück. Bräuchten ja nur einen kleinen Kommandoraum. Cockpit. Aber wie rum? So rum vielleicht? Nee. So? Ah, so wegen den Quartieren. Also den könnten wir bauen. Reduziere Rückerst... Alte Steuerung. Okay. Könnte er das Ding jetzt fliegen? Ah, nee. Gut. Wir müssen einen zweiten entsenden, scheinbar. Dann ist einer für die Steuerung, also fürs Cockpit. Und einer für den Antrieb. Auswählen. Ah, jetzt geht der an die Waffe. Das ist jetzt aber ärgerlich. Befehligen. Redshirt. Ja, der muss das und das machen und alles andere nicht. Da kommt jetzt ein Gegner, das ist jetzt aber gar nicht gut. Wissen der. Wo will der hin? Könnten da ja mal hin. Vielleicht bringt er ja ein bisschen Ruhm oder so. In dem anderen Schiff, das kann uns ja jetzt keiner klauen.
Gut, der ist ganz schön schnell. Kommen wir da hinterher? Das hier müssen wir auch erstmal reparieren. Ja, da kommen wir nicht hinterher. So. Asteroiden. Ja, können wir jetzt nicht machen. Mal gucken. Ja, er bewegt sich nicht. Schade. Wir müssen dem wirklich sagen, alle bearbeiten. Dass er auch Batterie versorgen, Munition, Lagerhalle, Brücke, Schubdüse da. Ist an. Ah, warte, aber ist Bedienen auch an? Wo sehe ich das denn jetzt wieder? Kanonen. Schilde. Also. Cockpit, Kontrollraum, Brücke, Hyperantrieb. Deine Schubdüse, Batterieversorgung ist an. Aber warum? Ah, die ist defekt. Nicht eine? Zu der kommt man gar nicht hin. Super, kann ich den Raum drehen? Ja, das kostet doch jetzt wieder Abreißgebühren, oder? Oh, mehr Kommandoräume. Ja, super, das geht nicht. Kein Zugang zur Energie, ja. Der muss nur bis zur Raumstation fliegen. Ja, eventuell reicht auch ein Triebwerk. Würde er jetzt fliegen? Nee, macht er nicht. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Also, er geht da durch. Repariert ist es auch. Warum macht er? So fliegt denn das Ding dann nicht? Bewegt sich kein Stück. Oh. Aber das wäre doch jetzt schwachsinnig zu reparieren. Können wir nicht was abreißen? Geht nicht, keine Lager. Oder? Gucken. So kriegt er keine Energie. Wenn ich den einfach verboten, aber reich. Warum ist es verboten? Kommt Energie. Oh,
Das ist doch jetzt hier schon wieder. Der darf doch. Kleine Schubdüsen, Batterieversorgung, Batterieversorgung, darf er doch. Er darf doch alles. Komisch. Wenn wir das auf 9 machen, ist jetzt gar nichts ändern, aber... Macht der denn nichts? Diese drei Räume soll er machen. Das ist doch jetzt ärgerlich. Das Ding bewegt sich kein... Ah, in die Richtung schon, oder was? Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir... Kommen wir noch im Leben nicht zu der Raumstation. Wir lassen das Ding am besten da. Gehen zur Raumstation. Verkaufen unsere Sachen. Und geben die Mission ab. Und dann können wir unsere Crew wieder zurückholen. Und... Teile vom Schiff abbauen. So, jetzt bekommen wir Ruhm 7. So. Missionskonflikte und Lieferung. Ah, ja 3, aber das ist jetzt doof. Also Munition behalten war. Das kann weg, das kann weg. Nur wieder ein klein bisschen Platz. Computerkerne behalten wir erstmal, weil die scheinen teuer zu sein. So. Wie viel Lagerplatz haben wir jetzt? Vielleicht hier noch ein kleines Lager dran bauen. Lager da hinten. Obwohl, wir können doch auch... Das ist so groß. Okay. Aber wir können die hier hinsetzen. Durchgehen kann man ja. Aber man kann da noch durchgehen. Mal ein bisschen mehr Lagerplatz. Dann können wir jetzt zu unserem anderen Schiff. Unsere Crew abholen. Und das Ding auseinandernehmen. Können wir auch die anderen Missionen machen. Hier müssen wir noch Signale erkunden. Zweimal. So. So, Crew entsenden. Schiff verlassen geht auch. Kommen die dann wieder zu mir zurück? Ja. Wie viel Material wir einsammeln können. Also ein bisschen Platz haben wir ja. Das können wir verkaufen durch Missionen und durch verkaufende Materialien bekommen wir wieder ein bisschen Geld. Für den Umbau dann. Einige Materialien müssen wir später dann auch sammeln und behalten. Aber für den Anfang kann das ja erstmal weg. Oder drei sind noch draußen.
Gilt das als unbekanntes Signal? Stimmt, oder? Unbekanntes Signal. Straßenkopfgeld. Und Piraten ist einfach. Ah, Asteroiden. Ja, okay. Müssen sowieso dahin. Gucken, wo die sind. Da. Da ist einer. Da unten ist der andere. Oh, da hauen die natürlich ab. Denke ich. Hier können wir Asteroiden abbauen. So. Den Kern schießen. Dahinter ist direkt das Cockpit. Ja, die Waffe trifft alles nicht, das was sie soll. Die treffen ja super. Also da ist der eine und da hinten ist der andere. Gucken, wie viel wir einsammeln können. So, und der andere war hier. Das können wir ein bisschen beschleunigen. Mal gucken, dass uns das keiner klaut hier. Lager schon wieder voll. Das ist echt ärgerlich. Haben wir auch nicht mehr Platz, oder? Nö. War da mal so seelenruhig, kommt direkt der nächste. Also, reparieren. So. Brauchen echt mehr Lager. Was kosten das, wenn wir das alles wieder einen nach außen versetzen? Jetzt noch ein. Wir sollten dann auch, glaube ich, über eine neue Schubdüse noch nachdenken. Weil wenn wir unser Gewicht jetzt immer erhöhen. So. Passt da ein Lager rein. Jetzt nicht optimalst geschützt, aber wir können ja so könnte da noch ein Lager hin. Gucken wir mal. Panzerung. So, noch können wir uns das leisten. Was wäre denn Schubdüsen? Energie. Standarddüse.
Kostet 9. Also. Wäre denn so eine vielleicht noch? Wo geht das denn? Da würde das erst gehen. Oder wir machen so. Brauchen wir aber bestimmt einen Reaktor. Mit Tank können wir nur einen kleinen bauen. Oh, der ist aber teuer. Dann müssen wir das mit den Schubdüsen erstmal noch lassen. Mal bauen. Da müsste eine Tür rein. Da haben wir jetzt einfach eine Panzerplatte. Naja, auch nicht schlimm. So. Und hier wäre gut. Dann kann hier noch Munition hin. Denke ich mal. Das Lager und hinten zum Schubdüsen kommt man hin. Müssen wir nur gucken. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Was ist denn jetzt mit dem Ton? Okay. Also, wie war denn das jetzt? So. Ja, ich habe leichte Tonaussetzer gerade. Da. So, das auswählen. Da ist nichts geändert. Ja, wir haben nur auf der anderen Seite gebaut. Gut, auf der anderen Seite müssen wir dann noch anpassen. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Lagerkapazität. Nur die Frage, wo waren die Schiffe? Weg. War ja klar. Also wir kamen von da. Naja. Was gibt's denn hier? Schwefel. Das brauchen wir für Munition, aber wir haben auch noch gar keine Munitionsfabrik. So. Hier ist das einfach nur... Nix. Cool. Gut, dann machen wir jetzt weiter unsere Mission. Signale. Piraten eliminiert. Und Kopfgeld haben wir noch. Also wir müssen die Signale noch alle machen. Also wie hier. Und da ist das Kopfgeld. Dann werden wir uns zu dem Signal begeben. Mal gucken, da sind bestimmt wieder Piraten oder so. Dann können wir auch wieder Mission abgeben, bekommen wieder ein bisschen Ruhm. Dann. Keine Piraten oder wie? Nur das die Ruinenfeld. Lohnt sich da irgendwas? Was ist FE? Da steht was. Eisen. Art. Nicht abbaubar. Okay. Bergbaulaser. Da müssen wir gucken, dass wir uns die Baupläne auch noch holen. Felsen. Felsen weich. So, was gibt's hier? Megafelsen. Keine nützlichen Ressourcen. Cool. Also echt nur die, an denen was dran steht. CU.
Super sein, wa? Ja. Hart. Bergbauleser erforderlich. Okay. Dann ab zum nächsten Signal. Weil das Fragezeichen ist entfernt worden. Also da oben hin. Gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar Gegner. Warte mal, wir gehen mal erst, wenn wir schon direkt hier sind, zur Station. Vielleicht gibt es nämlich noch ein paar Piratenmissionen, die uns was bringen würden. Hier kriegen wir nämlich schon gar keinen Ruhm mehr. Aber gut Geld. Eine Station retten. Oh, das ist bestimmt schwierig. Was gibt Ruhm und Geld? Die geben gar keins mehr. Nur noch Geld. Aktion. Lieferung. Peter Auto. Miatus besuchen. Ah, also ins nächste Gebiet. Ja, dafür machen wir jetzt hier aber erst die Sachen fertig. Ja, aber Kopfgeld bringt immerhin Geld, ne? Auch zwar kein Ruhm mehr. Aber Geld. Das können wir noch gut gebrauchen. Wir sind ja noch am Anfang, da ist das Geld jetzt erstmal wichtig. Oh, so weit außerhalb sind die? Okay, ich dachte nur innerhalb dieses Kreises. Friedenfeld, Signale. Die Station rappen. Also wir sind hier, dann fangen wir so an, würde ich sagen, bis hier. Gehen zurück, abgeben. Und dann machen wir die drei hier unten. Fällt mir ein, haben wir was zum Verkaufen? Gut. Die brauchen wir immer noch nicht. Munition brauchen wir. Also langsam können wir ein paar Sachen behalten. Die Sachen, die wir bauen müssen und sowas. Hat doch hier auch Baupläne. Laserblaster. Waffe, die einzelne Energieschüsse abfeuert. Mittelmäßigen Schaden bei feindlichen Schiffen. Große Kanone. Also die Deckkanonen, schön und gut. Aber die Reichweite und die Feuergeschwindigkeit ist ein Witz. Oh, welche Taste? Verteidigung. Lackbatter. Ein kleiner Schild. 2500. Na, können wir ja schon mal kaufen. Oder Standardkanone. Ah, okay, das haben wir aber. Gut. Gutes Verteidigungssystem. Hyperantrieb. Siehst du? Wir haben ja gar keinen. Und sollen ins nächste Gebiet springen. Der ist ja witzig. Schiff zu fliegen, um seine Waffen zu koordinieren, bis 250 Kommandopunkte zur Verfügung stellt. Okay. Laufband, haben wir das nicht schon? Mittlerer Reaktor. Munitionsfabrik. Ah, der Bergbaulaser. Könnten wir die Asurinenfelder abbauen. Reichweite der Sensoren erhöhen. Faktorstrahl. Das könnte gut sein bei Feinden, die schnell sind oder so und oder abhauen wollen. Da muss man nur gucken, wie man den dann platziert. Dafür machen wir jetzt erst noch ein bisschen Geld. Laserblaster kostet 1000, große Kanone 2,5. Dann nehmen wir die Kanone noch mit. Ah, wir könnten theoretisch jetzt schon die Railgun freischalten. Okay,
Raketen und Minenwerfer. Batterie, okay. Ist ja gut zu wissen, dass man das so früh alles schon freischalten kann. So, da wollen wir jetzt erstmal aber hin. Gucken, wahrscheinlich wäre hier erstmal sinnvoller. Wir brauchen dann noch Triebwerke in die anderen Richtungen alle. Und größere Triebwerke, das ist auch erstmal wichtig. Und wir müssen irgendwo den Hyperantrieb einbauen. Oh, da ist er direkt. Oh, halt, warte, warte. Nicht so schnell. Scheiße, wie bewege ich jetzt? Auch egal. Hier, warte mal, das ist nur der... Warte. Ah, roll ich halt durch. Mal ein bisschen langsamer machen, dass wir was sehen. Rechts oben sehen wir jetzt zum Glück immer unser Schiff. Einmal dahin bitte. Alles einsammeln. Etwas Platz sollten wir jetzt ja haben. Warum macht er das denn nicht? Oh Gott, haben wir schon wieder keinen Platz? Ach ja, wir haben ein bisschen viel Munition gekauft. Das ist ja jetzt ärgerlich. Materialien. Wir werden aber echt langsam, wenn ich das jetzt auf die Seite auch noch baue. Also ich denke mal, dass das Spiel das so berechnet, umso schwerer, mehr so Antrieb. Das war alles in dem Gebiet hier. Da ist ein unbekanntes Signal. Dann ab nach da. Gut, können wir jetzt halt viele Ressourcen nicht einsammeln. Oh nein, 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 nein. Hab ich gar nicht gesehen. Cool, wo ist denn jetzt das Signal hin? Da waren die Asteroiden, okay. Mal gucken. Also wir müssen jetzt dahin. Kopfgeld. Dann Anfang des Umkreises bewegen wir uns. Also 37,4 Meter bewegen wir uns gerade. Aber wenn wir weiter ausbauen, dürfte das wohl weniger werden. Vielleicht bräuchten wir dann auch so. Da ist unser Gegner. Der denn da? Laserblast. Ah, okay. Der ist quer eingebaut. Okay. Der denn Schaden? Nö. Ja, das meine ich. Komm nicht hinterher. Unsere Kanonen schießen nicht weit genug. Ob sie hier ist ein ganzes Schiff? Da sollte man mal aufpassen, dass der da nicht weiter drauf rumballert. Das werden wir nicht schaffen. Er ist schneller als wir.
Oh, wir sind rangekommen. Warum auch immer. Haut der ab oder was? Einmal vollknicken. Ah, nee, okay. Wir können es abbauen. Aber war nicht unser... War das schon wieder... Barrieren? Wir haben... keinen Platz. Das sieht teuer aus. Das ist auch. Und wenn wir Platz haben, nehmen wir den Laserblaster mit. Zumindest die Teile, aus denen er besteht. Wichtig ist jetzt aber erstmal das andere Schiff da. Sah ja soweit intakt aus. So, zwei sind noch außerhalb, einer noch. So. Einmal hin, hoffen, dass es noch da ist. Ups. So, Crew entsenden. Ein. Maximal drei. Okay. So. Müsste das Ding ja theoretisch liegen können. Drei Crewmitglieder rübergeschickt und das Bett reicht für zwei. Liegt der jetzt? Er fliegt. Dann bringen wir den zur Station, würde ich sagen. Wo ist denn die? Sehr weit. Hier lang. So, und wir gucken. Das nächste ist hier. Ist doch noch schneller als wir. Nein. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh. Oh, das ist jetzt aber gar nicht. Der hat auf unser neues Schiff geschossen. Nun dreht sich. Ja, der will nicht sterben. So. Noch sind wir nicht da. Jetzt aber. Erstmal reparieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Das war das. Wie auf der anderen Seite. Was für ein Lager haben wir denn da? Eines haben wir doch noch eingebaut. Mal sehen, kann alles wieder ein zurück. So.
Da. So. Ups. So. Anders. Ah, Verteidigung. Warte, wir könnten jetzt so. Ist hier eine Panzerung? Das haben wir da mal hingesetzt. So sieht ja falsch aus. Noch eine Reihe dran. Und zwar damit wir hier ein Lager hin. Also das weg, das und das, das und das. Kommt da jetzt auch ein Lager hin? So. Hier eine Platte. Und jetzt müssen wir nämlich bald dann echt viel mehr. Hier kommt auch ein Lager hin. Schubdüsen brauchen wir dann. Jetzt gucken wir nach den Türen. In das Lager kommt man, in das auch. Ah, und hier kommt man nicht zur Munition bzw. oben hin. So. Anderen Seite haben wir die Dauer. So. Können wir uns leisten. Und sieht ja jetzt auch so aus wie auf der anderen Seite. Gut, hier könnte man dann noch so quer Panzerungen logischerweise hin, aber wir brauchen jetzt erstmal nur. Aber jetzt immer doch, ne? Ja. Was? Nein. Ah, zuweisen. Genau. Das kein. Das ist gar kein Lager. Ich habe gedacht, da wäre ein Lager. Zwei Türen. Ja. Können wir es jetzt aber zuweisen, oder? Ja, oh. Müssten wir jetzt hier Teile abbauen können. Haben wir jetzt ein bisschen Platz. So, ein klein bisschen nach vorne. Ruhig wieder auf normale Geschwindigkeit. Hier schwirrt immer noch so ein Pirat rum. Also unser anderer Schiff. Naja, vielleicht bauen wir das so in einem Lagerschiff oder so.
Den hier müssen wir mal im Auge behalten erstmal. Immerhin sehen wir ja, wie weit er entfernt ist und in welche Richtung er sich bewegt, während wir hier abbauen. Also was wir mit dem anderen Schiff machen, müssen wir mal sehen. Wir könnten uns ja die Teile verkaufen. So, hier oben haben wir alles erledigt, bis auf das, aber das wird bestimmt schwieriger. Also werden wir jetzt uns hierhin begeben, auf dem Weg dahin. Ja, der Pirat. Hey, kriegen wir ein bisschen Ressourcen, also. Solange wir noch Platz haben, logischerweise. So. Einfach mal vorne drauf schießen. Auch diese Laserblaster. Gott, wo schießen wir hin? Keine Besatzung. Warum ist da keiner an Bord? Was ist denn jetzt kaputt? Oh, unser Schiff leidet vorne ganz schön. Wird der jetzt mal auf irgendwas schießen? Geht doch. Oh, dahin. Abbauen. Alles gebrauchen. Solange wir Platz haben. So, einmal abbauen. Dann ab zur Station. So, die ist da unten. Da einmal hin. Dann müssen wir in der nächsten Folge mal sehen, was wir. Also wir brauchen unbedingt mehr Triebwerke. Hat ja gesehen, die wollen immer in einer Tour abhauen. Und vielleicht den Traktorstrahl. Und mehr als zwei Kanonen, logischerweise. Müssen wir mal schauen, was wir da noch einbauen, umbauen und vor allen Dingen, was wir mit dem Schiff hier machen. Weil der hat diese Laserblast. Verteidigungssystem. Wir könnten unsere Crew natürlich dann zurückholen. Aber der hat auch einen kleinen Hyperantrieb schon, also wahrscheinlich werden wir die Crew zurückholen und den dann abbauen und mit den abgebauten Materialien unser Hauptschiff erstmal vergrößern. Wichtig wird sein, generell eine größere Fläche und mehr Antriebe. Ah, wir haben doch bestimmt auch irgendeine Mission erledigt, oder? 3 Kopfgeldmissionen. Es gibt da jetzt uns jetzt erstmal noch ein bisschen Geld am Ende. Es war kein Ruhm, aber Geld. Das ist doch schön. So. Das hier brauchen wir halt den kleinen Hyperantrieb für. Aber wir haben ja noch hier viel machen. Ein paar Kopfgelder, die uns Geld bringen. Dann sollen wir die unbekannten Signale ja alle machen. Das bietet sich an. Oh, an einem sind wir vorbeigeflogen. Naja, da kann man ja wieder hin. Das ist ja nicht so schlimm. Dann müssen wir gucken, wie wir das ein bisschen verbessern für den Anfang. Das schauen wir dann erstmal in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin erstmal viel Spaß. Wenn ihr nichts verpassen wollt,
Wenn es euch generell gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren oder liken. Und sonst sehen wir uns erstmal bei der nächsten Folge, wo wir am Anfang erstmal wohl Umbau machen. Bisschen bessere Bewaffnung und so. Und auch den hier dann zerlegen werden. Wir haben ja Leute an Bord, also es ist erstmal unserer. Okay, haben noch viel zu tun. Dann erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.